Das wird eine Mochelsauce. Diese Mochelsauce verwende ich für Kalbfleisch, kann man auch zu Rind geben. Ganz eine tolle Sache. Ich werde hierzu einfach Zwiebel anschwitzen. Feiner ist hier natürlich eine Schalotte. Habe ich keine gehabt, jetzt nehme ich Zwiebel. Dann gebe ich kurz hinein und schwenke die durch die Morcheln. Die Zwiebel wird in Butter angeschwitzt. Dann gieße ich auf mit etwas Rindsuppe und gebe gleich rein hier einen Zitronensaft, damit es bedeckt ist, und lasse es circa auf die Hälfte reduzieren, damit es etwas dicker wird. Und dann gieße ich noch einmal auf mit dem Saft, mit dem Wasser, mit der Flüssigkeit, wo ich die getrockneten Morcheln eingeweicht habe. Tue das aber ganz fein sieben. Eine Morchel kann ohne weiteres einmal einen Sand oder so etwas drinnen haben, dass man das nicht reinkriegt. Und so kriege ich dann den Morchelgeschmack in die Soße. Wir sehen uns gleich am Ofen. Die Zwiebel habe ich jetzt hier in Butter angeschwitzt. Ihr seht das. Jetzt gebe ich die Morcheln dazu und schwenke die Röhre durch hier, damit die leicht temperieren. Jetzt wird es laut. Und jetzt, die riechen gut. Und jetzt machen wir noch ein bisschen mehr Hitze und gießen wir hier die Rindsuppe an und lassen das dann bis auf die Hälfte reduzieren. Das kann jetzt so, ich schätze mal, 15-20 Minuten wird das dauern. Das lassen wir jetzt da so langsam reduzieren. Wenn es soweit ist, sehen wir uns dann gleich wieder. Jetzt sind wir soweit, das hat schön reduziert. Ihr seht, es war vorher ganz stark bedeckt und jetzt, es war weit drüber und jetzt ist es auf die Hälfte reduziert. Ich gebe jetzt hier, gehen wir ruhig noch, so, fertig, den Saft, das Einweichwasser von dem Morcheln hinzu. Und jetzt lassen wir es einfach wieder reduzieren. Die erste Reduktion hat ca. 20 Minuten gedauert. Jetzt machen wir es nochmal, bis wir eine schöne Konsistenz in der Soße haben. Und dann sind auch die Morcheln ganz weich, ganz zart und schmecken gut. Wenn es soweit ist, sehen wir uns wieder. Die Soße hat jetzt schön reduziert und jetzt schaut es her. So schön kehrt es. Und nachher vom Anrichten gebe ich da nur mehr ein paar Butterflocken hinein, rühre es nochmal durch und dann schaut es wunderbar aus, wenn man das anrichtet. Herrliche Morcheln, gerne kocht, das Beste ganz einfach. Kocht es nach. Abo ist kostenlos, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.